Fuck, der Stuhltrasse. Was? Der Stuhl bleibt nicht da, wo ich bin. Ja, ich weiß schon. Überlegst du schon die ganze Zeit, warum du eigentlich nicht schneller auf der Rennstrecke wirst? Hast schon einen Haufen Kohle in dein Motorrad investiert und es hat nicht viel gebracht? Ich erzähle dir ein bisschen was darüber. Es geht hier um dieses Thema genau in diesem Video. Bleib dran, schau es dir an. Meistens liegt es eigentlich doch an einem selbst, ist der Titel dieses Videos, und ich muss ein bisschen genauer darüber sprechen, weil ich habe ja schon einiges an Erfahrung mittlerweile gemacht. Ich habe viele Menschen auf der Rennstrecke mit dem Motorrad kennengelernt und ja, musste feststellen, dass viele Leute immer sehr, sehr viel Geld vor allem ins Motorrad investiert haben und sich letztendlich doch immer fragen, warum werde ich nicht schneller? Ich kann dir vorab einfach sagen, dass 95% der Probleme wirklich an dir liegen. Und zwar, das ist ein Thema, da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und ich möchte dich nicht persönlich angreifen, aber es ist halt wirklich sehr, sehr auffällig, dass die Probleme meist am Motorrad, an der Strecke, am Reifen, am Verkehr oder sonst wo gesucht werden. Natürlich ist es so, dass du ab einer gewissen Rundenzeit dementsprechend richtig gutes Material brauchst. Also ich rede hier, sage ich mal, Brünn 2 Minuten 6, 7 und so weiter, Slowakei unter 2,10, Hockenheim 44 oder so, solche Zeiten. Da fangst du dann schon an, dass du richtig gutes Material brauchst. Aber da bewegen sich ja wir oder die meisten Hobbyfahrer nicht in dieser Range, sondern sie bewegen sich eher Brünn 2 Minuten 20, Slowakei 2 Minuten 25, Hockenheim 1 Minute 55. Und da ist es viel wichtiger, die Schuld mehr bei sich selber zu suchen und nicht so viel an anderen Materialien. Denn es ist dementsprechend Zeit und vor allem auch Geldverschwendung, sich permanent damit zu beschäftigen, wo ich hätte vielleicht jetzt dieses Ritzel einbauen können oder sollte ich vielleicht die Traktionskontrolle eine Stufe höher, eine Stufe niedriger, sollte ich die Willy-Kontrolle aktivieren oder deaktivieren oder sollte ich vielleicht meinen Motor tunen lassen oder was auch immer. Das ist alles noch nicht so wichtig. Hier ist viel wichtiger, du musst dich erstmal öffnen und nicht beratungsresistent sein, sondern du musst im Endeffekt Beratung annehmen. Und das ist so, zu mir kommen ganz viele Leute auf der Rennstrecke, kommen zu mir her, kommen zu mir in die Box und fragen mich, ja, ich bin zum Beispiel, letztes Jahr war ich eine Sekunde schneller als dieses Jahr und ich weiß nicht warum. Und dann werden die Probleme am Motorrad gesucht und ich erkenne halt dann relativ schnell, dass es oft Linienfehler sind. Und da ist die Eigenwahrnehmung und diese Fremdwahrnehmung sind wirklich zwei unterschiedlich, komplett unterschiedliche Eigenschaften. Mit den meisten Leuten, mit denen ich rede, hat keiner ein Linienproblem. Die Linien, die sitzen alle tausendprozentig und letztendlich sehe ich fast keine, die da draußen rumfahren, da wo die Linie wirklich tausendprozentig sitzt. Also das ist schon wirklich ein Thema, aber man darf sich da jetzt bitte nicht persönlich angegriffen fühlen, denn das ist eine reine objektive Betrachtung von mir und das fällt mir auf. Und da einfach der Tipp an dich, öffne dich und such den Fehler bei dir selbst. Warum siehst du eventuell die Linie nicht richtig oder ist die Linie, die du machst, die richtige? Dazu filme deinen Turn, filme, tu eine GoPro drauf oder eine andere Actionkamera, filme das Ganze und schau dir das im Nachhinein an. Wenn du dir kein Data Recording leisten willst oder kannst, tu dir eine Kamera drauf, filme das Ganze und tu das somit im Nachhinein wirklich bewusst analysieren. Hol dir meine Tracksheets, auch diese, oder egal, brauchst du ja auch nicht holen, nimm dir ein leeres Layout von der Strecke und zeichne die Linie ein, die du fährst. Und zwar wirklich bewusst. Ne? Also wirklich jede Kurve einzeln zeichne deine Linie ein, die du fährst. So, und dann suchst du dir von einem schnellen Hobby oder von einem Profifahrer in YouTube ein Video, der Profizeiten fährt. Und dann schaust du das an und dann nimmst du wieder ein leeres Blatt an dem Layout und schaust du wieder die Linie von dem Profi an und zeichnest genau diese Linie ein und dann leg die mal übereinander und dann achte nicht auf
80% der Linie, weil die stimmen in der Regel. Es scheitert in der Regel an den 20%, an diesen kleinen Feinheiten, an denen dann letztendlich Rundenzeit verloren geht. Nicht, weil du nicht schnell oder am Limit, an deinem Limit fährst, sondern weil du die Kombination zwischen kürzesten und schnellsten Weg in Verbindung deinem Maximallimit, also Schräglage, maximaler Bremsweg, maximaler Teil der Beschleunigung, nicht zusammensetzen kannst und nicht richtig ausführen kannst. Und das wiederum ist wie so ein Rattenschwanz. Das fängt hier bei 2 Meter verkehrter Linie an und geht weiter bis über hinaus die nächsten 5 Kurven und somit hast du einen Rattenschwanz organisiert und bist 10 Sekunden langsamer und fragst dich warum. Die Schwierigkeit liegt halt einfach auch daran, und das habe ich bei mir selber auch oft festgestellt, dass ich halt hergehe und versuche natürlich den Fehler an Dingen zu suchen, die ich nicht ändern kann. Das ist natürlich in einer gewissen Art und Weise menschlich, weil man sich dadurch besser fühlt, weil man sagt, ich habe alles getan, was ich konnte, alles, was in meiner Macht stand, habe ich gemacht und das Motorrad ist schuld. Ja, natürlich, die Frage ist auch, kann ich mit einem besseren Motorrad schneller fahren? Jein. Also es muss jetzt nicht heißen, dass wenn ich dir meine Renne 1 gebe, dass du damit schneller fährst. Das kann sein, in der Regel ist es aber vermutlich nicht so, sondern du wirst wahrscheinlich genauso schnell fahren. Es ist immer relevant bzw. abhängig davon, in welchem Bereich, in welcher Range, in welchem Level der Rundenzeit du dich bewegst. Und von dem her ist das Material in diesem Bereich von rund 2 Minuten 20 und so weiter noch nicht so entscheidend. Auch nächste Frage von jemandem. Bremse, größere Bremspumpe, andere Bremssättel, andere Beläge etc. Ja, das kann man machen, aber ich kann dir insofern bestätigen, dass ich mit der Serie 1, mit der ich jetzt viel unterwegs war, im Brünn am Slowakiering oder vor allem im Brünn, wo man wirklich viel und hart bremsen, immer dieses Stop and Go, dass die Bremse kein einziges Mal, nicht einmal annähernd, Schwächen gezeigt hat. Also das ist die Bremse ist aus der Schachtel heraus. Also da ist kein Bremsbelag verändert, da ist keine andere Bremsflüssigkeit drin, da ist gar nichts gemacht. Und ich bin damit auch im Brünn mit einem Schüler zusammen 2 Minuten 13 oder 14 gefahren. Also das war schon ganz, ganz ordentlich und ganz zügig und da waren wir auch ganz froh drum. Und genau. Natürlich ist natürlich der Bereich des Motorrads zu Ende. Das heißt aber nicht, dass es nicht schneller ginge, sondern das bessere Material vermittelt dir vielleicht in manchen Situationen ein besseres Gefühl oder gibt dir gewisse Freiheiten. Ich würde aber zuerst aus deinem Anwesenden, also an dem Material, was du zur Verfügung hast, das Beste rausholen und somit erstmal wirklich bewusst an dir arbeiten. Arbeite an deiner Fitness, arbeite an deiner Linie, analysiere, sei empfänglich für Tipps, schau dir das bewusst an, was andere machen, was richtig Schnelle machen, versuch diese Tipps umzusetzen. Und jetzt kommt der Allereinfachste, aber das will keiner glauben und ich sehe es in jeder Hobbyveranstaltung. 20 Leute stehen vor dem Laptiming-Fernseher und suchen ihre Rundenzeit und das machen sie nach jedem Turn. Ich kann dir einfach nur den Tipp geben, ich habe meine schnellsten Rundenzeiten immer dann gefahren, wenn ich nie auf die Rundenzeit geschaut habe. Und zwar, es war mir wirklich egal. Und ich gebe dir den Tipp, lass dich am allerwertesten lecken, was deine Rundenzeit in irgendwelche Trainings anbelangt. Es spielt wirklich keine Rolle, weil die schnellste Rundenzeit, die fährst du immer dann, wenn du dich am wohlsten fühlst und wenn du einfach nur Spaß hast. Ich glaube, das mit dem Analysieren ist bei dir ist ganz entscheidend gewesen, weil du hast Stunden mit dem Analysieren verbracht und eben auch die anderen Fahrer zu analysieren. Was hast du Videos von Marquesa geschaut und so weiter? Da hast du echt Stunden verbracht. Ja, du hast okay. Deine Videos immer wieder angeschaut. Ja. Nochmal den Punkt Analysieren etwas vertiefen. Viele schreiben mir Fragen, Blickführung, Körperhaltung, das. Versuch doch einfach, nimm dir mal die Zeit und schau dir deine Fotos an.
schau dir Fotos von anderen Fahrern an, schau dir meine Fotos an und schau dir Fotos von Marquez, Rossi etc. an. Analysier mal exakt, wann die in welcher Situation der Kurve wie auf dem Motorrad sitzen. Oder versuch mal zum Beispiel eine Strecke, die du kennst, zum Beispiel Brünn, MotoGP-Veranstaltung in Brünn. Schau dir Fotos von Marquez in Brünn an und versuch herauszufinden, welche Kurve das ist. Das ist gar nicht so einfach. Aber wenn du herausgefunden hast, welche Kurve das ist, dann kannst du ungefähr sehen, naja, anhand seiner Schräglage weißt du, wo der Scheitelpunkt ist und dann analysier mal, wie der da drauf sitzt und vor allem auch, wo er hinschaut. So die Kombination zwischen Blickführung, Körperhaltung und dem ganzen Bewegungsablauf am Motorrad. Da gibt es super, super schöne Slow-Motion-Aufnahmen, wie der auf der Bremse reingeht, den Körper dann beim Bremsen lösen nach innen verlagert und dann schau mal auch die vordere Gabel an des Motorrads, wie das eingefedert bleibt. Da kannst du sehr viel analysieren, aber dazu musst du wirklich empfänglich sein und nicht der Meinung sein, es liegt am Motorrad, es liegt am Reifen, es liegt am Verkehr, es liegt an der Strecke, sondern es liegt an dir. Es ist unabhängig vom Motorrad und da macht es auch keinen Unterschied, ob du jetzt einen Metzler drauf hast, einen Michelin, einen Pirelli, einen Dunlop oder einen Bridgestone. Es spielt wirklich, wirklich noch keine Rolle. Das macht erst wirklich Sinn. Ich entscheide eigenschaftstechnisch von Reifen anhand vom Grip-Level, vor allem am Hinterrad, wie viel Traktion bietet mir das Hinterrad am Kurvenausgang unter Vollgas in Schräglage. Das ist relevant, weil ab 20 Grad Schräglage, also Richtung weniger, da hat jeder Reifen Vollgrip, völlig egal in welchem Gang. So, kurzes Question and Answer. Ich gehe ein paar kurze Fragen und Antworten durch. Mir schreiben so viele Leute, und ich habe es heute in Instagram erst wieder gepostet. Bitte, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, es ist für mich extrem schwierig, Einzelinstruktionen per Fernwartung, Ferndiagnose zu erstellen, ist absolut schwierig, weil einfach da keine Zeit vorhanden ist. Und vor allem nicht, wenn ich irgendwie in Instagram Nachrichten kriege, dann muss ich mit dem Handy das tipseln und du kriegst keinen Mehrwert von dieser Information, die ist halt im Endeffekt nur so, dass ich halt antworte, aber es ist keine richtige Antwort. Also wenn du wirklich Fragen hast, ernst genommene Fragen, dann schreib sie mir per E-Mail, dann kann ich die wirklich systematisch abarbeiten am Anfang des Tages oder am Ende des Tages, je nachdem. Aber viele fragen mich, machst du ein Video zur Fahrwerkseinstellung? Ich habe lange überlegt, nein, mache ich nicht. Ich möchte meinen Kanal, meine Dienstleistung, die ich anbiete, im Motorradbereich lediglich auf das Fahrerische lassen, dir das Fahrerische erklären, weil da bin ich der Meinung, da stehe ich zu 100% drüber, das kann ich vermitteln und dafür bin ich da. Ich denke, im Thema Bereich Fahrwerk gibt es viel bessere. Ich stelle zu meinem Fahrwerk mittlerweile selber ein, aber das ist halt auch mit viel Versuch und Irrtum und es ist nicht immer so, dass ich sage, das ist jetzt so, wie ich mir das vorstelle, sondern da probiere ich auch sehr viel rum. Ich würde mir nicht erlauben, quasi dir Anweisungen zu geben, wie du dein Fahrwerk einstellen sollst. Da stehe ich nicht hundertprozentig drüber und deswegen mache ich das nicht. Stefan fragt, nimmst du Ohrenstöpsel her beim Fahren? Nein, habe ich probiert, mache ich nicht, ist mir zu dumpf, also das verschluckt zu viel an Geräusch. Ich weiß, viele machen das, ich kann das nicht, ich brauche die volle Lautstärke, mir macht die Lautstärke auch nichts aus und ich muss jeden einzelnen Stein hören und mit Ohrstöpseln ist es irgendwie so gedämpft fühlt sich so an, als wenn ich irgendwie beschwipst wäre oder so und da habe ich kein gutes Gleichgewichtsgefühl, ich brauche die volle Lautstärke. Sebastian fragt, hey Matthias, habe ich einen Content, den du... Habe mir gerade dein Video zum Hanging Off angeschaut und habe eine kleine Frage dazu. Und zwar, belastest du im Hanging Off auch den kurveninneren Fuß oder hältst du dein gesamtes Gewicht nur über den Knieschluss am Tank? Sehr oft gestellte Frage. Ja, ich habe 70% des Gewichts am inneren Fuß und den Rest am äußeren Fuß mit dem Knieschluss. Aber ich habe das meiste Körpergewicht am inneren Fuß. Definitiv. Michael, hallo Matthias, wollte nur sagen, dass ein Wahnsinns Content auf YouTube und weiter so. Kopfposition in den Kurven wäre vielleicht ein Video wert und würde mich interessieren, was das Ideale für einen wäre. Die meisten haben ihn ja in der Waagrechten, aber paar, wie zum Beispiel Tito Rabat, haben den Kopf mit dem Körper in einer Linie.
Ja, das ist richtig. Das siehst du bei ganz wenig Fahrern, die den Kopf mit dem Körper aus Wirbelsäulenverlängerung haben. Solange du jetzt keinen direkten Knick im Genick hast und den Kopf komplett ausrichtest, ist es nicht so schlimm, weil da fängst du automatisch an, das Motorrad wieder zu drücken und du bist mit dem Kopf in der Kanzel drin. Wenn du mit dem Kopf neben der Kanzel bist, dann ist dein Kopf automatisch als Wirbelsäulenverlängerer zuständig und somit hast du einfach mehr deines Körpergewichts im Inneren der Kurve an der Seite des Motorrads und somit ja, Tito Rabatten macht es extrem. Muss man jetzt nicht unbedingt machen. Mache ich hin und wieder, kommt auf die Kurve drauf an. Hin und wieder habe ich das Gefühl, ich möchte noch eine etwas engere Radie gehen und tue den Kopf halt dementsprechend ein bisschen weiter rein. Aber ob der jetzt einen leichten Knick hat oder ob du ein bisschen ausrichtest in der Waagerechten, das ist nicht so wichtig. Da ist die Linie viel wichtiger. Grüß dich Matthias, ich folge dir schon mit und Längerem, konnte schon vieles lernen. Erstmal danke dafür. Nun habe ich aber eine Frage. Beim Hang-Off habe ich Probleme. Ich komme nur mit Mühe aufs Knie. Ich achte dabei auf deine Tipps. Könnte es gegebenenfalls sein, dass du dass sein Motorrad vom Fahrwerk zu hoch ist? Nein, so hoch kann das Motorrad gar nicht sein, dass du mit dem Knie nicht am Boden kommst. Das hat damit nichts zu tun. Du solltest. Also wenn du mit dem Knie nicht am Bogen kommst und du schreibst, du fährst auf der Landstraße. Ich bin offiziell noch nie auf der Landstraße gefahren, aber es ist auf der Landstraße sehr schwierig. Da brauchst du wirklich ganz enge Kehren und du brauchst dementsprechend Kurvenspeed und du musst sagen, du brauchst schon 40, 45 Grad Schräglage am Motorrad, wenn du denn die richtige Körperhaltung hast. Das kann ich nicht beurteilen, ob du die hast. Aber auf der Straße ist es schwierig. Es geht nicht in jeder Kurve, nicht in schnellen Kurven. Da muss wirklich so, ne, Serpentinen oder so, dann geht es wahrscheinlich durchaus. Aber du brauchst halt dementsprechend Kurvenspeed. Ja, also es hat nichts mit dem Motorrad zu tun. Theoretisch, glaube ich, kommst du mit jedem Motorrad, außer mit einer Motocross oder so, am Boden mit dem Knie. Hey Matthias, wie alt bist du? 29. Das ist cool. Hey Matthias, cooler Content, den du lieferst. Danke für deine Videos. Welche Uhr hast du eigentlich immer oben? Das ist eine Casio Bergsteigeruhr. Okay, das ist die letzte Frage. Michael fragt: Hey Matthias, danke für deinen Content hier auf YouTube, finde ich super. Wie lange fährst du schon Motorrad? Ich glaube, ich habe es mal in einem Video angesprochen. Ich bin im Januar 2017 das erste Mal Motorrad gefahren auf einem Supersportler, bin aber als Kind und Jugendlicher und schon immer Motocross gefahren. Motocross nicht in dem Sinne über irgendwelche riesigen Hügel springen, sondern das war bei uns in der Jugend ist das Wald und Wiese gewesen. Da haben die Jungs aus der Nachbarschaft, war das Nachmittagstreff, da wurde halt einfach durch Wald und Wiesen gefahren. Und ja, das hilft mir heute beim Rausbeschleunigen schon sehr viel, auch beim Gefühl fürs Motorrad, weil ich sehr viel übers Hinterrad sliden kann, ohne dabei irgendwie einen hohen Puls zu kriegen. Da kommt es her. Aber das erste Mal auf dem Sportler saß ich im Januar 2017 in Almeria. Das kannst du auch nachlesen, wenn du mal bei Speedweek gibt es einen Artikel über mich, gib einfach Meindl Matthias und Speedweek ein in Google, dann kommst du zu mir. Kommst du auf den Bericht von Speedweek. So, lange genug gelabert. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich. Wenn ja, gib einen Daumen nach oben. Schreib es in die Kommentare, was du für eine Meinung dazu hast. Ich freue mich darauf. Ich freue mich, euch das nächste Mal beim nächsten Video zu sehen. Bis dahin und ciao.